Ibn al-Qayyim, rahimahullah, er hat die, als er über die Qawaid der Ubudiyya sprach, als die Regeln und Prinzipien der Ubudiyya, was ist die Ubudiyya, die Dienerschaft Allah Ta'ala, er sagt, sie besteht aus, ich glaube, er nannte 15 Prinzipien. Und das kommt dadurch zustande, dass die Al-Ahkam Taklifiyya, die Ahkam, die Urteile sind 5, sahih. Also die Handlungen und Aussagen des Mündigen betreffen. Haram, verboten, das muss gemieden werden. Makruh, unerwünscht, muss auch oder sollte gemieden werden. Mubah, das ist die gesetzliche Gleichgültigkeit. Mustahab, erwünscht, und wajib, verpflichten. Tayyib, der Mensch erfüllt diese Dinge durch 3 Teile. Durch seine Zunge, durch seine Glieder, durch die körperlichen Handlungen und des Herzens. Also es gibt Aussagen, die haram sind, die verpflichtend sind, die makruh sind, die mustahab sind und so weiter. Körperliche Handlungen, die verpflichtend sind, die mustahab sind, makruh, haram, mubah. Und Taten des Herzens, Bewegungen des Herzens, die verpflichtend sind, die haram sind, die makruh sind. Daraus ergeben sich 15, jetzt mal so grob zusammengefasst. Aber er sagt eigentlich 14. Denn er sagt, in Bezug auf die Zunge gibt es keinen Mubah. In Bezug auf das Sprechen gibt es keine, es gibt keine Worte, keine Rede, die Mubah ist. Also wo man sagt, das ist völlig gleichgültig. Denn alles, was du sprichst, ist entweder für dich oder gegen dich. Es gibt nicht so, was in der Mitte steht, weder für dich noch gegen dich. Das gibt es nicht. Jedes Wort, das du sprichst, ist entweder für dich oder gegen dich. Deswegen pflegte Aisha radiallahu anha, wenn ich mich nicht irre, das war jemand anderer, ist aber nicht so wichtig, sie pflegte zu ihren Nachbarn jemanden auszuschicken, der sagte, nachts, sie haben lange nachts geredet, sie sagte, wollt ihr denn nicht eure Bücher für heute abschließen? Sie meinte, jedes Wort wird ja notiert und aufgeschrieben. Wollt ihr nicht mal Schluss machen?